Welcome back und gleich geht's weiter. Da ist ein Schiff. Da gibt's nichts weiter. Okay, dann mal los. Kommen wir irgendwie in das Schiff rein? Während der Zeit? Weil wir müssten eigentlich mal Item. Stopp, warte mal, wie war das hier? Hier mit W, genau. Wichtiges. Andenken, Anhänger, Anhänger. Ne, sortieren. Wichtiges mal weg. Benutzen. Ne, können wir leider nicht benutzen. Die Phönixfeder. So, wo fahren wir denn jetzt mal hin? Hui! Da sind irgendwelche Meteoriten auch, oder? Da ist ein Dorf. Wie können wir aussteigen? Hallo, ich will aussteigen. Ach, das geht wahrscheinlich nur an einem Pier oder so. Okay, da sind wir hergekommen. Da ist auch nichts. Da kommt... Wir müssen doch irgendwie aussteigen können. Wie geht denn das? Hallo? Wie geht das? Dann fahren wir mal da rein. Ah, der Torna-Kanal. Das Kanaltor ist verschlossen. Ah, gut. Kommen wir noch nicht durch? Da werden wir später durchkommen. Ja, aber hier schau... Ich muss jetzt mal kurz... in die Konfiguration... Hilfe. Steuerung, Charaktere bewegen. Vehikel ein- und aussteigen. Vehikel und drücke Eingabe, um einzusteigen. Drücke die Eingabe, um ein Vehikel zu verlassen, wenn das Aussteigen-Symbol angezeigt wird. Ach so, aha. Okay, ja, das bringt mich jetzt auch nicht sehr viel weiter. Die Welt erkunden. Es gibt zwei Typen, Gelände, Städte, Dungeons. Weltkarten-Item kannst du im Gelände die R drücken und deine aktuelle Position und die Lage von Städten oder anderen Zielen überprüfen. Okay. Chocobos Schiffe. Schipper über den Ozean, reise pfeilschnell hoch über den Wolken, gleite durch die Lüfte und lande auf festem Boden. Heilquellen. Grünschnabelclub. Einrichtung Läden. Okay, warte mal. R? Ja, aber da passiert nichts. Das ist natürlich jetzt irgendwie... man kann einfach so aussteigen, überall. So, jetzt gehen wir mal dahin. Thule. Grog, Grog. Juhu. Ab ins Wirtshaus. Oh, ein Nachtzügler. Ich schätze, ich werde mir auch einen genehmigen. So, Pap. Du siehst mir noch ein wenig feucht hinter den Ohren aus. Soll ich dich zum Grünschnabelclub bringen? Ja, dachte ich's mir doch. Als erstes schließ die Augen. Soll ja nicht gleich jeder wissen, wo er sich befindet. Ja, okay, das ist ja eindeutig. Bitteschön, da wären wir. Grünschnabelclub. Grüße, ich nehme an, du bist ein Neuling, was das Abenteuerleben angeht. Ja, sind wir. Na dann hereinspaziert. Schalte das diagonale Bewegen in der Konfiguration aus, damit du dich wieder geradeaus bewegen kannst. Ach so. Wenn dein Haar plötzlich grau wird, heißt das, dass du alterst und nach schwächer wirst. Aha. Das ist ja krass. Es ist ratsam, Magier und andere Leutchen mit geringer Abwehrkraft in die hintere Reihe zu stellen. Mit dem Befehl Reihe im Menübildschirm lassen sich vordere und hintere Reihe wechseln. Okay. Du kannst Geistern und Untoten mit Heilmagie, wie zum Beispiel Vita, Schaden zufügen. Der Charakter, den du normalerweise herumgehen siehst, ist derjenige, der ganz oben im Menü platziert ist.
Mache es dir zur Gewohnheit, oft zu speichern. So kannst du deine Reise jederzeit von dem jeweiligen Punkt fortsetzen. Hättest du gerne eine Erklärung zum Beruf- und Fähigkeitensystem? Nee, das haben wir ja schon gehabt. Halte Ausschau nach Geheimgängen, versuche doch zum Beispiel mal durch die Wand zu meiner Linken zu gehen. Diebe können die Fähigkeit Gänge finden erlernen, damit können sie Geheimgänge problemlos sehen. Ja genau. Zu seiner Linken. Ah! Cool. Ah, was ist denn das? Phönixfeder gefunden. Ah. Potion gefunden. Und hier? Zelt gefunden. Töpfe und Kisten wie diese enthalten manchmal nette Dinge. Warum riskierst du nicht mal einen Blick? Habe ich schon gemacht. In der Schatztruhe 100 Chill. Oh. Jawohl. Komm, lass mich mal da vorbei. Ich will zu der anderen Schatztruhe. Oh, Menno. Mal rauf. Oh, da geht's weiter. Nochmal eine Schatztruhe. Monster greifen an. Oh. Dülü. So, jetzt machen wir erstmal Reihe. Nach hinten. Und Reihe. Nein, nein, nein. Zurück. Angriff. Und hier. Ah, okay. Das müssen wir beim nächsten Mal machen. In der Schatztruhe Lederschuhe. Item. Ausrüstung. Cedes. Ach, der hat schon Lederschuhe. Hier. Optimieren. Und dann wieder zurück. Ausrüstung. Lena. Ich muss erstmal mit dem Menü klarkommen. Optimieren. Einmal raus. Ausrüstung. Galuf. Hätte ja gar nichts. Optimieren. Alles klaro. Hiha, hey, hey. Manchmal verstecken sich Monster in Schatzkisten. Du bereitest dich besser seelisch auf so etwas vor. Drücke im Kampf die R, wenn ein Charakter automatisch kämpfen soll. Ah. Du kannst dessen Kampfart ändern, indem du den Cursor im Optionsmenü entweder auf Zurückkehren oder Erinnern bewegst. Probiere einfach aus, was dir passt. Wahrscheinlich hast du schon die Zahlen bemerkt, die während den Kämpfen auftauchen. Weiße Zahlen repräsentieren zugefügten Schaden, grüne wiederhergestellte Lebenspunkte. Drücken Sie während eines Kampfes die E bis fliehen. Aha, nicht gut übersetzt. Aber seien Sie gewarnt, nicht alle Feinde werden zugeben, dass... Aha. Wartenmodus. In den Einstellungen gibt es eine Option mit dem Namen Warten. Wenn du den Kampfmodus auf Warten stellst, wird der Kampf angehalten, während du dich in der Magie- und Item-Auswahl befindest. So kannst du in Ruhe deine Auswahl treffen. Okay. Wenn du nur noch wenig Lebenspunkte hast, benutze eine Potion oder setze Weißmagie wie zum Beispiel Vita ein, um sie wieder aufzufüllen. Wie wäre es mit ein paar weiteren Infos zu nützlichen Fähigkeiten? Nee, das ist... Den hatten wir schon. In die Schränke können wir nicht rein. Gut, dann erkunden wir mal weiter die Stadt. Komme ich hier wieder raus? Danke, dass du uns beehrt hast. So, alles klar. Eines Tages werde ich ein großer Bade sein. Ein fieses Monster langes her machte uns die Kanaldurchfahrt schwer. Es fraß viele Menschen, mindestens 53 Stück. Doch die Krieger, die kämpften, trieben es zurück. Haha. Mein Opa meint, er bereut mittlerweile, dass er mir die Geschichte erzählt hat, aber euch gefällt sie doch. Oh, vielleicht bringt er uns noch irgendwo anders hin. Du siehst mir noch einen Grünschnabelclub? Nein, war mal schon. Na, bleib stehen. Hui di bui, immer im Kreis, was ein Spaß. Man muss bloß aufpassen, dass einem nicht schlecht wird dabei. Na, was versteckt denn der sich hinter dem Wirtshaus? Zustände sind das, die Schenke ist fest in Piratenhand. Ho ho ho, und ne Bottle voll Rum.
Die Energie des Windkristalls wird durch eine Maschine verstärkt. Dadurch können unsere Schiffe viel schneller segeln als früher. Das nächste Schiff aus Walsi sollte jeden Moment eintreffen. Ja, wenn der Windkristall funktionieren würde. Was, da ist ein Meteorit bei Schloss Tykon runtergekommen, in den Bergen im Westen auch. Haben die gerade Saison? Seid vorsichtig, die Schenke ist voller Piraten. Ja, die gehören doch zu uns, wieso sollten wir da vorsichtig sein? Willkommen, eine Nacht kostet 10 Chill. Möchtet ihr übernachten? Nein, ich beehrt uns bald wieder. Da oben geht's auch noch weiter. Ah, genau, da können wir was kaufen. Naja, wir haben nicht so viel Geld. Probieren wir es erstmal ein bisschen Geld sammeln, damit wir Ausrüstung kaufen können. Nein, ich habe schon wieder die falsche Taste. Ein Feuerchen. Wieso kann ich die Truhe nicht da aufmachen? So. Was haben wir hier? Magieladen. Richtet Feuerschaden an. Richtet Eisschaden an. Vita. Das sollten wir schon kaufen zum Heilen. Jawohl. Analyse. Poisona. Heilt Vergiftung. Legt LP, MP und Schwächen des Ziels offen. Naja. Kaufen wir jetzt einfach mal alles. Heilt Vergiftung. Ganz schön teuer, hey. Blitz, Eis und Feuer können wir niemanden anlegen. Also raus hier wieder. Ja, gute. Wenn ihr euch auf dem Kanal ostwärts bewegt, gelangt ihr zum Königreich Walsi. Walsi hat seinen Wohlstand dem Wasserkristall zu verdanken. Der Wind bläst irgendwie lang nicht mehr so kräftig wie früher, findet ihr nicht? Die Kreatur im Kanal scheint es ausschließlich auf Frauen abgesehen zu haben. Okay. Da kann ich auch nicht reingucken. Und Waffen. Sehr schön. Ah, vergesst mich nicht. Ja, natürlich. Breitschwert. Also, den Stab. Weil sie hat keinen. Den kaufen wir mal. Für die Lena. Eine Route. Okay, das wäre schlechter für ihn. Ist gleich. Ja, super. Und für die gibt es gar nichts. Okay, dann gehen wir mal ins nächste Geschäft. Tschüss. Bis dann. Schilde. Rüstung, meine ich. Ja, vergesst mich nicht. Jetzt geht uns langsam das Geld aus. Lederhut. Den bräuchte ich zweimal. Auswählen. Ein Lederschild. Lederrüstung einmal. Was bedeutet dieses E? Ach, ist equipped und für ihn wäre es das gleiche wahrscheinlich. Naja. So. Bis dann. Ausrüstung. Cedes. Und optimieren. Man müsste doch eigentlich auch da oben hinkommen. Ach ja, hiermit. Ah, alles klar. Da kann man durchwechseln. Da gehen wir hier rein. Optimieren. Und dann durchgehen, optimieren, durchgehen, optimieren. Ah, alles klar. Sehr schön. Und raus hier. Jetzt müssten wir eigentlich alle Läden hier durch haben. Jetzt gehen wir nochmal in den Pub. Und schauen mal, was da so los ist. Die Piraten feiern mit den Mädels. Captain, oh mein Captain. Tut mir leid, nichts mehr da. Diese Piraten haben aber auch einen ordentlichen Durst.
Was haben wir da? Dieser Piratenanführer ist nach oben gegangen. Hm, wie wär's mit einer kleinen Extra-Einlage, weil du's bist? Param pam 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 param pam param param pam param pam pam pam. Oh la la! Und was sagt die Lena dazu? Seht es, ha? Okay. Ich starte noch nicht, doch nicht. Ich muss doch sehr bitten, ich stehe hier einfach nur so. Ach, ich starre doch nicht. Haben wir ihn erwischt, ha? Beim Spannen. Gehst du mir aus dem Weg? Nein, 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 nein. Oh. Die Karloff heißt die, oder? Die schläft. Komm, klopfen wir mal an. Wartet hier, ich sehe mal nach. Ihm? Nach ihm? Das ist doch... Ach, das ist ein Junge! Ich habe immer gedacht, das wäre eine Frau. Dann ist es der Bruder. Ist abgefahren. Oh! Ist doch eine Frau. Cedes, was schaust du so blöd... Cedes, was schaust du so blöd rein? Wer? Ich? Es ist nichts, wirklich. Muss das schimmrige Licht da drin gewesen sein. Du sprichst in Rätseln. Geh mal zur Seite. Schau ich eben selber mal nach dem Rechten. Ist wahrscheinlich Nagat. Die zwei. Heiliger Bimbam. Wirklich wunderschön. Da schlägt selbst das Herz von so einem alten Haudegen wie mir höher. Wovon um alles in der Welt redet ihr zwei denn da? Ich hab geschlafen wie ein Baby. Hä? Ihr, was macht ihr denn hier? Und wischt euch mal dieses breite Grinsen aus dem Gesicht. Okay, also ab jetzt mache ich dann eine Frauenstimme. Ich wäre gerne noch einen Moment allein. Also wenn ich bitten darf... Da komme ich durcheinander dann irgendwann mit den Stimmen. Ich habe auch nur drei. Ja, okay, das war's dann auch schon wieder für heute und... In der nächsten Folge wollen wir dann mal weiterreisen. Tschüss.